Willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute senden wir Ihnen alle 24 Stunden die neuesten Nachrichten. Klicke auf den Like-Button und abonniere den Kanal, um keine Neuigkeiten zu verpassen. Bitte werfen Sie einen Blick auf den heutigen Inhalt. Er moderiert eine TV-Show für Helene Fischer. Silbereisen gratuliert, herzlichen Glückwunsch Helene. Heißt eine Hommage von Florian an seine Ex-Freundin. Was es damit auf sich hat. Als Helene Fischer, 36, und Florian Silbereisen, 39, im Dezember 2021 nach 10 Jahren Beziehung ihre Trennung bekannt gaben, betonten sie, Freunde bleiben zu wollen. Sie sollten Wort halten und zwar vorbildlich. Jetzt legt Florian einen drauf und moderiert eine ganze Sendung für Helene. Der Anlass ist ein besonderes Jubiläum. Vor 15 Jahren betrat Helene Fischer die große TV-Bühne. Am 14. Mai 2005 hatte Helene beim Hochzeitsfest der Volksmusik ihren ersten TV-Auftritt vor Millionen Zuschauern. Gastgeber der Schlagersause, Florian Silbereisen. Zusammen sangen die beiden das romantisch heitere Duett Komm mit nach Varazdin. Damals ahnte niemand, welche einzigartige Karriere Helene vor sich hatte und auch die Liebesgeschichte mit Florian stand in den Sternen. Über 15 Jahre ist Helenes mediale Geburtsstunde jetzt her, Zeit, zu feiern. Florian Silbereisen, Hommage für Helene Fischer im TV. Am 13. November läuft im NDR die Show Silbereisen gratuliert, herzlichen Glückwunsch Helene. Von ihrem ersten TV-Auftritt bis hin zu ihrem Mega-Hit Atemlos lässt der 39-Jährige die Meilensteine im Leben von Helene Fischer Revue passieren. Laut Pressemitteilung wird er dabei ganz sicher keinen Höhepunkt auslassen. Bussi für den Ex-Freund. Obwohl Helene Fischer zum Zeitpunkt der Trennungsverkündung mit Thomas Seidel bereits einen neuen Mann an ihrer Seite hatte, blieben böse Worte mit Florian Silbereisen aus. Erst kürzlich, bei der Verleihung des Publikumspreises Goldene Henne am 30. Oktober sahen sie sich wieder, das allerdings abseits der TV-Kamera. Danke an dich, mein lieber Florian Silbereisen, dass du extra den Saal verlassen hast, nur um noch ein bisschen mit uns zusammen zu sein. Das war ein sehr, sehr schöner Abend, Bussi, schrieb Helene neben vielen Dankesworten an ihre Fans auf Instagram. Sicher wird auch der 13. November ein sehr, sehr schöner Abend für die Schlagersängerin. Ob sie in der Show Silbereisen gratuliert, herzlichen Glückwunsch Helene. Im MDR auftreten wird, ist noch nicht bekannt. Hinterlassen Sie unten einen Bewertungskommentar, damit wir die neuesten Nachrichten mit Ihnen teilen können.